Und damit herzlich willkommen im großen Finale im Turnier der modernen E-Logs. Hat ein bisschen länger gedauert, sorry, ist mir ein bisschen dazwischen gekommen. Aber jetzt gibt's hier das Finale. Und hier sehen wir nochmal die beiden Halbfinalgruppen. Und hier sehen wir dann die beiden Finalpartien heute. Einmal im Halbfinale treten an die ÖBB 1116 und die BR 101. Und im großen Duell um den Sieg treten an die EP20 aus Russland und die BR 103 aus Deutschland. Also werden wir sehen, wer gewinnt das Turnier heute. Viel Spaß. Und damit kommen wir zum Duell um Platz 3. Dabei treten an die ÖBB 1116 und die BR 101. Mal gucken, wer hier sich den dritten Platz holt und damit noch aufs Treppchen kommt. Als Wagen habe ich gewählt silberlackierte Railjet-Wagen, auch eine interessante Farbgebung. Und ich würde sagen, wir legen los. 3, 2, 1, go. So, die beiden Loks setzen sich in Bewegung. Wer hat hier größere Chancen, den dritten Platz zu erreichen? Das ist ein relativ gleichzeitiger Start. Sie haben ja auch gleich 4 PS, die beiden Loks. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Allerdings sind sie unterschiedlich, haben die unterschiedliche Gewichte und so. Ein bisschen was unterscheidet sie schon. Da werden wir mal sehen, wer das hier gewinnen kann. So, hier aus der Sicht der 1116 aus Österreich, hier die Sicht der BR 101. Man sieht beide ungefähr gleich auf. Man sieht in keiner der beiden Loks, dass eine weit vorausfährt, während wir hier auf den Bahnübergang zufahren und mal schauen, ob sich jetzt einer absetzen kann, aber das sieht sehr, sehr gleichmäßig aus, hier auf Sicht vom Bahnübergang und die BR 101 leicht vorne, würde ich sagen, aber doch sehr, sehr gleich. Da sieht man es ganz, ganz leicht vorne, würde ich vermuten. Hier Nummer 100, die aus der ÖBB 1116, die letzte Kandidatin aus Österreich hier noch im Turnier dabei. Mal sehen, ob sie das packen kann und damit den dritten Platz für Österreich holt oder ob Deutschland sich den dritten Platz sichert. Und im Finale bekommen sie auf jeden Fall den ersten oder den zweiten Platz. Das wäre dann ein Doppeltreppchen für Deutschland. Oder Österreich ist auf dem dritten Platz. Man sieht, es ist immer noch spannend hier nochmal. Das ist wirklich sehr, sehr knapp. BR 101 immer ganz knapp nach vorne, würde ich sagen. Aber da kann sich noch was tun. Die Wagen sind ja auch für 230 km zugelassen. Vielleicht können sie das noch ausfahren. Allerdings ist das mit den Railjet-Wagen immer ein bisschen knapp auf der Drag-Strecke hier, auf der Sprintstrecke, ob sie das ausfahren können über 200 ist, hat bisher, glaube ich, noch keine Lok geschafft. So, wir kommen langsam aufs Ziel hinzu. Es ist immer noch spannend. Kann die ÖBB hier nochmal ein bisschen was rausholen? Das ist die große Frage, ob die Taurus hier nochmal ein bisschen vorziehen kann und vielleicht die BR 101 noch schlagen kann. Da vorne sehen wir schon den Zielbahnhof und es wird auf die letzten Meter richtig, richtig spannend. Das wird ein Fotofinish, würde ich vermuten. Hier nochmal von der Seite, das wird ein Fotofinish. Und das waren echt nur ein paar Meter, wenn nicht sogar ein Meter oder so, der da gefehlt hat. Wirklich sehr, sehr knapp und die BR 101 gewinnt damit den dritten Platz im Turnier. Damit kommen wir zum großen Finale, die EP20 gegen die BR 103. Die alte Dame aus den 70er Jahren gegen die moderne EP20 aus Russland. Die B103 ist natürlich aus Deutschland. Mal gucken, wer von diesen beiden Powerpaketen hier das Duell um Platz 1 für sich gewinnen kann oder für sich entscheiden kann. Dann würde ich sagen, legen wir los. Wagen sind heute die Rheingold-Wagen. Sehr schicke Wagen, 200 km/h schnell. Und ich würde sagen, los geht's. Und damit setzen die beiden Lokomotiven in Bewegung. Die EP20 ein bisschen, ja, scheint ein bisschen besser zu starten. Hier sehen wir es auch nochmal, zieht leicht an der BR 103 vorbei. Mal gucken, ob sie das halten kann. Ah, noch weiter. Aber jetzt sind sie ungefähr gleich schnell mit. Und es sieht so aus, als würde die BR 103 jetzt wieder aufholen. Hier nochmal eine Sicht von oben. Kann die BR 103 sich wieder vor die russische Lokomotive schieben oder nicht? Wir kommen auf den Bahnübergang zu und mal gucken, ob vor dem Bahnübergang noch die BR 103 in Führung geht. Ja, leicht ist sie jetzt in Führung. Mal gucken, ob die russische Lokomotive das nochmal wieder aufholen kann. Hier nochmal die Sicht vom Bahnübergang mit den wunderschönen Rheingoldwagen hinten dran. So, die 103 jetzt deutlicher in Führung.
Ah, jetzt Lokomotive schiebt sich davor. Mal gucken, ob vielleicht da muss noch viel passieren, damit die russische EP20 das noch gewinnen kann. Wir sehen jetzt nochmal von oben. Ja, mittlerweile eine Lokomotive und ein Wagen circa in Führung. Hier nochmal von der Sicht von der Seite. Auch sehr schön. So, oh, jetzt ja, eine Lokomotive und ein Wagen jetzt in Führung für die BR-103. Das wird sie wohl schaffen. Die alte Dame aus den 70er Jahren gewinnt hier das Turnier der modernen E-Loks. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Aber ist auch eine der stärksten Einzellokomotiven der Welt. Da hat diese russische Lok dann irgendwann auch keine Chance mehr, obwohl beide ihre Gruppen und auch das Halbfinale relativ stark dominiert haben. Ja, jetzt sogar zwei Wagen in Führung. Das ist relativ eindeutig. Kann die russische Lokomotive nochmal irgendwie rankommen, aber sie wird es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, hier noch die BR-103 vom Thron zu stoßen. Und da kommen wir so langsam in den Zielanlauf und können uns schon mal darauf freuen, hier zu feiern, dass die BR-103 dieses Turnier gewinnt und da kommt die EP20 ins Turnier. Ich hätte nicht gedacht, dass die EP20 auf den zweiten Platz fährt, aber die 103 hatte ich schon mitgerechnet, dass die weit vorne im Turnier ist, aber dass sie gewinnt, hätte ich zum Beispiel auch nicht so mitgerechnet. Das war das Turnier der modernen E-Loks. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Rennen oder in einem neuen Turnier wieder. Sorry für die kleine Pause diese Woche, aber mir ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Ich versuche das aktiver zu halten. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Tschüss.